Der Suezkanal ist seit Jahrhunderten der zentrale Knotenpunkt des globalen Handels. Durch ihn verläuft nicht nur der lukrative Handel zwischen Europa und Asien, sondern er verbindet auch die Ölfelder des Nahen Ostens mit dem Rest der Welt. Wie wichtig er für die Weltwirtschaft ist, zeigte sich im Jahr 2021, als das Containerschiff Ever Given für 5 Tage in dem Nadelöhr stecken blieb und dadurch die gesamte globale Lieferkette für kurze Zeit ins Wanken geriet. Doch genau in diesem Kontext gewann ein geplantes Projekt aus Israel einen neuen Platz im Rampenlicht. Denn Israel plant die Schaffung eines neuen Alternativkanals zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer. Ein wahres Megaprojekt, das den globalen Handel und damit die Machtverhältnisse der Region für immer verändern könnte. Denn dieses Projekt soll nicht nur die Abhängigkeit vom Suezkanal verringern, sondern gleichzeitig Israels Aufstieg zur unverzichtbaren Regionalmacht ebnen. Was hat es also auf sich mit diesem gewagten Vorhaben? Bis wann könnte es fertiggestellt sein und wie wird es die Region für immer verändern? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Um die Motivation und die Wichtigkeit des geplanten Kanals zu verstehen, müssen wir zunächst in die Geschichte blicken. Denn bereits vor Jahrhunderten begannen die Planungen für eine Verbindungsstrecke zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer, um den Handel zwischen Europa und Asien drastisch zu verkürzen. Denn um Waren über große Distanzen zu transportieren, ist es unglaublich aufwendig und kostspielig, dies über den Landweg zu tun. Es gab zwar die legendäre Seidenstraße, doch bereits im Mittelalter wurde der Handel zu großen Teilen auf dem Seeweg erledigt. Aber um vom lukrativen Handel mit Indien oder China zu profitieren, gab es so nur einen möglichen Weg. Die Schiffsroute um ganz Afrika. Diese begann in den europäischen Häfen, führte entlang der westafrikanischen Küste um das Kap der Guten Hoffnung an der südlichen Spitze Afrikas herum und dann ostwärts entlang der ostafrikanischen Küste über den Indischen Ozean bis nach Asien. Doch diese Route galt als extrem gefährlich, denn die Schiffe mussten oft den rauen Meeren und unvorhersehbaren Wetterbedingungen trotzen. Zudem dauerte die Route teilweise Monate und trotz zahlreicher Stützpunkte entlang der Strecke verschwanden immer wieder Schiffe spurlos. Und so kam es bereits früh zu Alternativvorschlägen, um den Weg nach Asien drastisch zu verkürzen. Denn es gab ja seit jeher eine geografische Schnittstelle, die wie dafür gemacht schien, durchquert zu werden. Die Rede ist von der Halbinsel Sinai, die von 2 Seiten von Wasserschneiden umgeben ist. Die Halbinsel ist die Verbindungslinie zwischen Afrika und Asien und das Mittelmeer liegt dort nur wenige hundert Kilometer vom Roten Meer entfernt. Bereits die Handelsrepublik Venedig machte daher dem Osmanischen Reich den Vorschlag für einen Kanalbau. Und später griff auch Napoleon die Idee bei seinem Ägyptenfeldzug auf, um den britischen Handel mit Indien zu stören und selbst Herrscher über den Asienhandel zu werden. Doch seine Vermesser kamen irrtümlicherweise zu dem Ergebnis, dass das Rote Meer rund 10 Meter höher läge als das Mittelmeer. Und so schien ein Kanalbau mit der damaligen Technik unmöglich. Und auch die Pläne lagen so für einige Jahrzehnte auf Eis. Doch unter Muhammad Ali Pascha erreichte Ägypten später eine relative Unabhängigkeit. Und mit ihm und seinem Nachfolger betrieb Ägypten eine expansive Politik und leitete die Geschichte des modernen Ägyptens ein. Und dazu gehörte auch die Wiederaufnahme der Baupläne. Mithilfe der Briten und Franzosen fanden neue Vermessungen statt, die nun grünes Licht für solch ein Bauvorhaben gaben. Es standen dabei die Ideen für einen Kanal sowohl westlich des Sinais als auch östlich zur Debatte, doch schnell wurde klar, dass die westliche Route deutlich einfacher und kürzer ist. Und so begann der Bau des Suezkanals im Jahr 1859 unter der Leitung eines französischen Diplomaten und Ingenieurs. Die Bauarbeiten dauerten 10 Jahre und so wurde der Kanal am 17. November 1869 offiziell eröffnet. Die Fertigstellung des Suezkanals galt dabei damals als eine enorme technische Meisterleistung. Und die Ersparnis für Schiffe betrug mehrere tausend Seemeilen, was je nach genauer Route und Geschwindigkeit des Schiffes eine Verkürzung der Reisezeit um Wochen oder sogar Monate bedeutete. Dies hatte daher einen enormen Einfluss auf den globalen Handel, da nun die Handelsbeziehungen zwischen den Kontinenten deutlich erleichtert wurde. Doch springen wir nun ein Jahrhundert in der Geschichte nach vorne. Mittlerweile entstand neben Ägypten nämlich eine weitere Regionalmacht in der Umgebung der Sinai-Halbinsel. Die Rede ist natürlich von Israel. Nach dem Zweiten Weltkrieg, unter Aufsicht der USA gegründet, entwickelte sich der jüdische Staat rasch zu einem Vorreiter in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht. Doch es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen mit seinen arabischen Nachbarn. Im Sechstagekrieg von 1967 konnte Israel dabei zwischenzeitlich sogar Gebiete wie die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen erobern. Diese musste es jedoch auf internationalen Druck wieder abtreten. Und so kam es bereits früh zu einem Plan, der die Macht Ägyptens über den globalen Handel eindämmen sollte.
der Bau eines eigenen Kanals. Dieser sollte östlich der Sinai-Halbinsel verlaufen und an der schmalen Stelle, an der Israel Meereszugang besitzt, in den Golf von Aqaba im Roten Meer münden. Das Ben-Gurion-Kanalprojekt, benannt nach dem Gründervater Israels und ersten Premierministers David Ben-Gurion, sollte dabei breiter werden als der Suezkanal und so eine echte Alternative zu diesem bieten. Doch technologisch schien das zunächst höchst anspruchsvoll. Und so verschwand der Plan für den Kanalbau für einige Jahrzehnte in der Schublade, bis er vor einigen Jahren wieder ausgegraben wurde. Denn mithilfe modernster Technologien und dem technologischen Fortschritt, den Israel hingelegt hat, scheint ein solches Unterfangen heute tatsächlich realistisch. Zudem hat Israel mittlerweile neue Verbündete, die ebenfalls Interesse an solch einem Kanal haben. Allen voran sind dabei die Vereinigten Arabischen Emiraten, die ihr Öl noch schneller und effizienter nach Europa transportieren wollen, und auch Ägyptens ewiger Rivale Äthiopien. Dieses schloss dabei im Frühling dieses Jahres mehrere Verträge mit Israel, die auch den Bau des Kanals voranbringen sollen. Insgesamt gibt es dabei zahlreiche Staaten, die solch einen Alternativkanal befürworten würden. Denn Ägypten scheint seine Monopolstellung immer wieder zu missbrauchen. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Reedereien darüber beschwert, dass Kairo die Mautgebühren und die entsprechenden Anlegegebühren für die Durchfahrt von Schiffen immer wieder exponentiell erhöht. Denn die Welt hat keine andere Wahl, als alles zu zahlen, was die ägyptische Kanalbehörde verlangt. Doch ein israelischer Kanal könnte einen neuen Wettbewerb entfachen und die Frachtgebühren wieder senken. Und so gab Israel am 2. April 2021 bekannt, den Kanal nun bauen zu wollen, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen. Doch wie soll die Route im Detail überhaupt aussehen? Beginnend am südlichen Ende Israels, am Golf von Aqaba, soll der Kanal durch das Arabertal für etwa 100 Kilometer zwischen dem Negev-Gebirge und dem jordanischen Hochland verlaufen. Dann biegt er nach Westen ab, nämlich bevor das Becken des Toten Meeres erreicht wird, das nämlich zu tief unter dem Meeresspiegel liegt. Anschließend soll er durch ein Tal im Negev-Gebirge verlaufen, um dann wieder nach Norden zu gelangen, den Gazastreifen zu umgehen und sich schließlich mit dem Mittelmeer zu verbinden. Im Gegensatz zum Suezkanal soll der israelische Kanal dabei Schiffe in beide Richtungen befördern. Dies wird durch die Schaffung von zwei parallelen Kanälen erreicht. Und anders als der Suezkanal, der ja an sandigen Ufern verläuft, wird der israelische Kanal felsige Wände haben, was bedeutet, dass er kaum gewartet werden muss. Israel plant zudem, entlang des Kanals kleine Städte, Hotels, Restaurants und Nachtclubs zu bauen, um auch die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Und zuletzt soll der Kanal auch deutlich tiefer und breiter als der Suezkanal gebaut werden, wodurch auch die größten Frachtschiffe der Welt diesen passieren könnten. Der Bau soll dabei etwa 5 Jahre dauern, wodurch er noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts fertiggestellt werden könnte. Je nach Quelle wird dabei mit Kosten von 16 bis 55 Milliarden US-Dollar kalkuliert. Israel geht aber davon aus, dass der Kanal jährliche Einnahmen in Höhe von etwa 6 Milliarden US-Dollar oder sogar mehr erwirtschaften wird. Hinzu kommt, dass Israel damit über eine der größten Verkehrsadern der Welt verfügen würde. Es könnte vom lukrativen Handel zwischen Europa und Asien profitieren, der ja auch immer weiter anwächst. Zudem würde er Israels Anspruch als Regionalmacht untermauern und einen erheblichen Machtzuwachs für den kleinen Staat bedeuten. Global würde der Handel mit Sicherheit stark profitieren und Europa und Asien könnten noch enger zusammenwachsen. Was denkt ihr über dieses Projekt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr euch jetzt noch für ein weiteres spannendes Bauvorhaben, nämlich die geplante Brücke zwischen Italien und Sizilien, interessiert, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.